Ich nicht. Was würden die Fahrt kosten? Muss ich kurz überlegen. 1500. Uiuiui. Ja, okay. Der Audi muss auch bezahlt werden, ne? Ja. Hoffentlich kommen heile an. Die Schäfchen brauchen Biofutter. Das stimmt. Und die Reparaturkosten müssen bezahlt werden. Ist das eigentlich das gleiche Auto, was im Fluss lag? Ja. Boah, was hat die Aufbereitung gekostet? Viel zu viel. Scheiße. Eieiei. Ja, okay, das passt. Ich bräuchte dann auch noch, Neumann, deinen Traktor, um die beim Richter die Prüfung, dass der die Prüfung machen kann. Kann man anrufen. Ja, dann behältst du das einfach. Schon wieder Telefon. Folge Varuna. Hallo. Ey, ich bin schon wieder kurz vorm Burnout, ne? Warum? Ah, das Telefon klingelt die Woche ununterbrochen. Ach, ich habe gute Nachrichten für dich. Jo, sag an. Fertig. Fix und fertig. Fix und fertig. Nur die Einfahrt konnte ich nicht wirklich machen. Ja, das passt. Das der Rest ist aber alles gemacht. Die Einfahrt wird anderweitig geregelt. Da muss ich die Polen rufen. Okay, was kostet der Spaß? 5000 insgesamt, alle drum und dran. Oh, warte, ich gehe gleich Online-Banking. Ich habe wohl noch da oben im Bagger stehen, da kommt gleich Thomas abholen. Ja, das passt. Weil das der muss noch 4 Autos abschleppen. Weißt du, was nur das Problem ist? Ja. Diesmal bin ich nicht in der Nähe vom Bagger, ich kann nicht Probe fahren. Ist eh abgeschlossen. Ach, shit. Okay. Wenn du unbedingt Bagger fahren willst, dann sagst du Bescheid. Ja, müsste ich sowieso mal. Muss meinen Baggerführerschein auffrischen. Ganz aufpassen, jo, da kommt ein RTW. Und jo, Moment, tschüss. Ich bin nochmal raus. Ciao. Basic. Hans. Ja? Rechts ranfahren. Hä, wo kommt denn der? Oh. Er ist sogar noch ein bisschen weiter hangeln. Ja. Aber warte. Oh ja, der fährt hier lang. Ja, ich habe die Alarmierung mitbekommen. Oh, scheppert das in den Ohren, ey. Mach mal ein Wettrennen, wer schneller ist. Ja, Stoff hinterher, komm. Hier darfst du so schnell fahren, da ist kein... Ach, das war mein Mitarbeiter. Ja, jetzt ist frei, gib Gas. Aber wehe, wir wickeln uns um den Baum. Versuch's zu vermeiden. Oh, ich bin so ein schlechter Beifahrer, ey. Das ist auch noch hinten, da sehe ich so wenig. Ja, wir sehen nur die Hälfte. Ui. Was ist da passiert? Ach, mein Mitarbeiter. Ach. Lass mich mal hier raus. Ja. Okay, also tschüss, Marlon. Tschüss. So, dich? Ich müsste zu Feld 109. Beziehungsweise. Warte mal. Ich muss kurz telefonieren. Oh. Wo ist denn der? Ich wollte ja gerade keinen Richter einsteigen. Ich krieg gerade einen Herr Richter? Ja. Sie wollen die Prüfung machen. Wo sind Sie denn gerade? Ja, ich habe gerade noch einen Termin mit dem Herr Reisex. Dann kommen Sie doch zusammen mit dem Herrn Reisex dann. Wo haben Sie denn Termin? Mit dem Herr Zimmermann und dem Herr Reisex an der hier am Händler da bei an der Restwirtschaft. Ja, dann lasse ich mich dahin kutschieren. Okay, passt. Bis gleich. Jo, tschüss. Tschüss. Fahr mich zu Helga. Oh, Helga? Jo. Muss ich mal kurz schauen. Die ist links, direkt beim Händler. Die Gastwirtschaft. Ah, die Helga. Ja, was die hier schon wieder treiben, ey. Machen ja Unfälle am laufenden Band. Ja. Ich muss noch mal telefonieren. Jo. Jo, schönen guten Tag. Hallo, Albert. Jo. Bist du fertig? Ich bin fertig. Ich hab's abgestellt. In der Unterkunft wollte ich schon sagen. Okay. Die Sämaschine. Okay.
Dann kannst du mit dem Gefährt mal zum Händler wiederkommen. Da müsste ich nämlich nachher noch eine Fahrschulprüfung abnehmen. Das auch noch. Jo, aber das ist gut, Okay. dass der Neumann dann direkt mit dem Auto mit dem Traktor gekommen ist. Kann man den noch irgendwo waschen? Nee, ich glaube, ich habe noch keinen Kercher am Hof. Ja, so dreckig ist er ja nicht geworden. Also, dann kann der Neumann selber waschen, ist kein Thema. Gut, dann bis gleich. Gut, bis gleich. Tschüss. So, Herr Schneider, wie viel kriegen Sie jetzt? 1500. So, Moment. Dann überweise ich Ihnen die gerade mal. Warum kann ich nichts überweisen? Moment, was fehlt denn da? So, jetzt kann ich Geld an. 1500. Ja, kleine Spende noch. Danke schön. Ja, danke. Bitteschön. Gut, dann danke ich recht schön. Ja, danke ebenfalls. Moment. So, jetzt. Gute Fahrt noch, gell? Tschüss, danke. Tschüss. Ja, neben dem Palfinger. Hallo. Oh. Hallo. Ach, hallo. So, Sie zwei, Sie wollten mich sowieso sprechen. Genau. Bin ich überhaupt richtig? Ja, ich hoffe mal. Herr Richter, für Sie übrigens noch eine gute Mitteilung. Ja. Ich warte gerade auf Ihr Fahrzeug, Fahrschulgefährt. Okay, gut, ja. Ja, das kommt hier bald irgendwie um die Ecke. Ja. Okay. Sie Ja. wollten mich sprechen wegen einer Unternehmensgründung. Denn. Genau. Und Warte, hatte ich frage der mal Herr gerade, ob noch. die Helga noch einen Kaffee hat. Moment. Ja. Helga! Also, heute ist die Renate da. Genau, Herr Helga hat Urlaub. Renate! Ja, ich kenne dich nicht. Ich bin der Volker, hi. Ich hätte gern Latte Macchiato, bitte. Jo, mit 3 Würfel Zucker, Minimum. Und bringst man? Jo, danke. So, danke für den Hinweis. Aber die sieht Ja, verdammt kein aus wie Problem. die Helga, ey. Ist das ihre Ja, Schwester? keine Ahnung. Vielleicht ist ja ein Familienunternehmen. Wahrscheinlich so ein alter Hof. Ja. So. Ja, Richter, willst du fangen oder soll ich? Fang du mal an. Also, ich hatte vorhin schon mit dem Neumann telefoniert. Ich weiß nicht, ob der schon mit ihm geredet hatte. Hatte ich angefragt, inwiefern wir beide, also der Richter und ich, kreditwürdig sind, da wir ja kein eigenes Land besitzen. Das ist schon die erste. Zweite Sache war, wir wollten eventuell ein Abschlepp- sowie Transportunternehmen gründen. Bedeutet, wir würden uns um Abschlepp, Sachen kümmern, wie jetzt beispielsweise oben mit dem Auto von Balloon, was auch jetzt gerade abgeschleppt wird. Sowas halt und allgemein Transportarbeiten. Da muss ich auch noch mit dem Herrn Peter reden, ob man eventuell auch so, wenn Fahrzeuge geliefert werden, die vielleicht zum Kunden ausliefern. Oder dass wir halt, wenn jetzt beispielsweise einer kommt und fragt, ja, kannst du mir 30.000 Liter Weizen liefern, dass man uns anrufen kann und wir diese Menge dann, die Leute dann beliefern mit dieser Menge. Aber halt von anderen Leuten dann transportiert. Ja, Also quasi Transport, das versteht sich. Spedition. Dann auf der Seite und dann das andere wären die Abschleppseite. Okay, tatsächlich ist es natürlich die Frage, wie kreditwürdig Sie sind und vor allem auf der anderen Seite Genau. auch die Frage, wir wollen ja nicht zu viel Konkurrenzdruck unter den Bewohnern und ja, Ja, genau, deshalb wollten wir eigentlich noch mit Gemeindemitglieder. dem Herrn Raisex reden. Aber von dem habe Ob ich er auch schon dies. mitbekommen, dass das mit dem Abschleppen für den zu viel geworden ist. Ah, okay, ist Ob ja so er beschäftigt. das Abschleppen, ob er das Abschleppen denn vielleicht aufgibt oder uns quasi übergibt. Das hatte ich jetzt Dass wir das auch dann. im Kopf. Ob Sie vielleicht mit dem Jürgen da reden, ob Sie erstmal bei ihm mit Ja. einsteigen und einfach die Abteilung übernehmen. Eigentlich hatten wir das sowieso vor, an sich mit ihm reden. Allerdings irgendwie ist er noch Moment, nicht hier Telefon. aufgetaucht. Ja. Volker Warner, hallo? Volker? Jo. Ladung ist abgeliefert. Soll ich den Anhänger auf dem Hof stellen oder wieder mit im Wald nehmen? Kannst du zum Hof stellen? Nee, stellen an Sägewerk. Also Ein Sägewerk. zu uns an Sägewerk. Und dann kannst du den
Den Häcksler. Der ist ja nur gemietet gewesen vom Hans-Peter. Stellst du ihm den wieder auf... zurückfahren. Ja, zu ihm auf den Hof stellen, dass er ihn zurückgeben kann. Kannst du ihm ja sagen, alles dass klar. Es ein gutes Gerät ist und bla 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 halt. Schmierst du ihm ein bisschen Honig ums Maul. Dass wir nächstes Mal was günstiger kriegen. Gut. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüss. So. Ach, ich glaube, hinten kommt der auch schon. Ja, das müsste Jürgen sein, mit der schwarzen Kiste. Ja, genau. Eigentlich sollten wir schon 45 Minuten mit ihm reden. Aber, naja. Ja, der war für mich auch noch tätig. Okay. Ach, hallo? Ja, Jürgen, komm her. Moin. Servus. Die Deutsche Bahn in Person. bisschen spät, sorry. Ja. Später als Nina. Einheitsfahrplan, gell? Oder wie? Ja, ja, ja. Taktung, Deutschland-Takt. Was steht denn an? Ja, warte mal, ich muss mal gerade zur Renate. Die hat mir mein Latte Macchiato noch nicht gebracht. Moment, ich will mal was. Renate? Ja, ist kein Thema. Alles gut. Volker, Headflirten, komm. Lass mich bitte. Ja, danke, Renate. Tschüss. So. Renate? Ja, ein Schnitzel und ein Bierchen. Hey, wir haben erst 23:30. Ein Auto. Herr Bier ist schon rum. Also, pst. Oh, hier ist das Alter, by the way. Rum gibt's noch gar nicht. Ah, 4 ist schon vorbei. Da kommt immer drauf an, welches 4, gell? Ja, also. Alter, ne? Ich esse derzeit mal was, ne? Ja, einen guten. Ich fange an. Dose cool. Wollten wir mit Ihnen reden. Bezüglich der Herr Richter und ich wollten an sich ein Transport- sowie Abschleppunternehmen eröffnen. Und da dem Herrn Richter offensichtlich zu Ohren gekommen ist, die mit der Sparte abschleppen offensichtlich überfordert bzw. dem Ganzen nicht mehr gerecht werden können, hatten wir uns eventuell überlegt, dass wir der Herr Richter und ich diese Sparte übernehmen und diese eventuell noch erweitern um ein Transportunternehmen bzw. Lieferunternehmen. Diesbezüglich wollten wir halt einfach mit ihnen reden. Wir quasi in ihr Unternehmen mit einsteigen, wir diese Sparte übernehmen und diese Sparte erweitern. Ich glaube, der Herr Race ist gerade kurz taub schon mal. Nee, warum? Der war gerade nur ein bisschen geflasht oder hat er den Mund voll? Mund voll. Man kennt ihn, immer am Futter, naja. Sprechen mit vollem Mund. Hast du überhaupt noch in den Audi passt, ist schon ein Wunder, gell? Ja, schau mich an, wie schlank ich bin. Ja, eben. Ja. Trotzdem vielen Essen. Das macht ja Stress. Man muss ja auch Sport machen, sonst passt ja nicht mal die Autos. Das macht der Bauhof. Der Bauhof, da ist Stress, da ist Arbeit, da ist alles. Unten stehen 6 Autos zu reparieren. Genau, Herr Reddick, deshalb. Ja. Okay. Die Bürger von meins Schwarzing, auch. Die brauchen nur alle Führerscheine hier, ne? Mein Grünfeld. Ja, die in Schwarzing können auch nicht fahren, deshalb sind wir hier ja umgezogen. Ja, und jetzt hier Grünfelder müssen wir auch hier ein Kennzeichen mal machen, ne? Also hier, Führerschein. Jo. Ja. Was sagst du denn dazu, dass die bei dir einsteigen? Das wäre nämlich das Einfachste, weil die zwei, also ich sag's dir, wie es ist, Jürgen, die zwei sind eigentlich gerade nicht kreditfähig. Ja, also die kriegen von der Bank keinen Cent. Oh, über welchen Move wird das denn laufen mit dem Abschleppen? Warte mal kurz. Behaupten oder schätzen. Albert! Jo, ich bin da. Ich stelle den Traktor jetzt ab. Ne? Nee, fahr mal rüber auf den anderen Parkplatz. Eins weiter noch. Hier, auf der linken Seite. Rechts, da wo der schwarze LKW steht. Alles klar. Upsa. LKW. Ach, da drüben, ja. Ist er mit 4 Autos am Einsammeln. So, also, sag an, ist das für dich in Ordnung? Dann schreiben wir das so fest. Also, mir ist das kein Thema, nur ich müsste ja dann auch Abschleppwagen und alles kaufen. Ja. Und so flüssig ist der Bauhof jetzt auch nicht. Wir brauchen Baufahrzeuge. Momentan, deswegen. Was ist denn eure Liquidität? Na ja, komm. Hast schon ein bisschen was. Könnte meine
Da könnte man ja sonst noch mit dem Stadtrat bzw. Gemeinderat reden. Beziehungsweise Jürgen, der Vorteil ist halt, du bist kreditfähig. Ja, nur einen Kredit aufnehmen soll ich dann, oder was? Ich sag dir nur die Möglichkeiten, also. Den Kredit habe ich in 50 Jahren nicht abgezahlt. Ja, oder du stellst die beiden erstmal ein. Herr Richter? Ja? Sehen Sie das rote Schmuckstück da hinten? Ja. Das wird Ihr Fahrschulfahrzeug. Okay. Ja, ja, ich habe Ihnen das kleinste geholt, was ging. Ja. Was ist das denn? Das nennt sich Quadrack, Case IH. Oh, 620. Ich fahren ist viel schöner. Na. Lieber ein deutscher Racing. Ah, oh! Boah, Renate, darf ich mal kurz die Toilette benutzen? Guten Tag, Mädels. Servus. Ja, richtig? Oh, ja, Renate, danke. Renate? Renate ist die Wirtin hier. Ja, das oh, geht. Danke, Renate, da muss ich mal los, ey. Huch. Ja, mein Schleim, dann, ne? Ja, hey, moin. Ich hab mir eben schlapp gerechnet. Ach, ja, Wie heißen die eigentlich? Ist der Herr mit der Leder, Beste. Ja. Der war nicht, wie ich heiße. Albert, der Albert ist ja, das. Ja, genau, der Herr Albert Grünfeld. Ah, oh, moin. Ach, hallo, Herr Grünfeld, ich bin Herr Zimmermann. Ganz der Ortsansitz ist die Anwalt. Ich bin der Herr Raysex. Können Sie sich auch Jürgen nennen. Gut, also ich wollte Herr Bauruf hat da nichts gegen. Was haben Sie denn gerechnet? Also im Endeffekt die Maschinen, die jetzt erst einmal bräuchten, um das Transport zu dem Unternehmen zu machen, wären inklusive Gewinn vom Herrn Peter sowie die 10% Steuern 276.000. Oh, ich bin dann mal los, Jungs, ne? Ciao.